Herzlich willkommen zum Excel-Kurs für die Version 2010. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Sie können diesen Kurs komplett unter der Internetadresse knowhow.konradrenner.de abrufen. Jetzt zum eigentlichen Teil dieses Videos. Meine Ausgaben, die kennen Sie ja hier schon. Ich habe sie hier nochmal aufgelistet ohne Nachkommastellen, weil jetzt will ich ein Diagramm oder Diagramme erzeugen und da braucht man die Nachkommastellen nicht. Aber wenn Sie hier die Bruttobeträge betrachten und mit den Videos, die wir zuvor schon hatten, anschauen, dann haben wir hier 1983 Euro. Das sind also 100%. Das wäre beim Kreisdiagramm der volle Kreis, auf den sich dann diese einzelnen Umsätze dann verteilen. Man kann diese Daten gut zusammenfassen mit den Teilergebnissen. Das will ich also in diesem Zusammenhang dann auch gleich erzählen. Wir haben hier schon das Fertige, damit Sie also erstmal sehen, was es werden soll. Also für jeden Lieferant ist ein Teilergebnis, eine Zusammenfassung aller Umsätze geschehen. Und die machen zusammen, wenn man das hier nochmal einzeln markiert, diese 1983 Euro aus, die wir hier auch bei dem Gesamtergebnis sehen, allerdings dort noch mit zwei Nachkommastellen. Diese Beträge hier, die kann man darstellen als Diagramm, in diesem Fall ein Kreis mit einem herausgezogenen Kreis. Kreis aus Kreis heißt das beim Datentyp. Das macht man, wenn man hier große und kleine Werte hat. Die vier größten Werte sind hier als Kreissegmente abgebildet. Für die restlichen acht Werte in diesem Fall, da ist hier ein Segment dargestellt, was 20% des Gesamtumsatzes ausmacht. Und wie die sich verteilen, das sehen wir dann hier in diesem kleineren Kreis. Da sind also die Prozentsätze und die Umsätze jeweils an das Segment angegeben. Das kann man also mit Kreis aus Kreis machen oder auch mit Balken aus Kreis. Wir sehen hier auch wieder die vier großen, die den Hauptumsatz machen, und die 20% mit den acht kleinen, die sind hier als Balken herausgezogen. Jetzt lösche ich diese drei Register hier unten, also die drei Tabellen und die Diagramme werden gelöscht, weil ich möchte Ihnen ja komplett das nochmal zeigen, wie man das neu erstellt. Ich lösche das hier, bestätige das und jetzt haben wir also nur noch die Daten. Damit ich die Teilergebnisse in der eben gezeigten Weise aufbauen kann, muss ich sortieren. Ich will ja ein Gesamtergebnis pro Lieferant haben, also sortiere ich nach Lieferant aufsteigend. Das geht hier mit Sortieren und Filtern von A bis Z. Dann haben wir den ersten Lieferant 1 und 1 oben und hier bei Brutto müsste ich dann diese Werte hier bei den Teilergebnissen finden, also 294 Euro steht auch hier unten. Die Teilergebnisse, die bekomme ich, wenn ich auf das Register Daten klicke. Und schau hier hinten bei Teilergebnis, da gibt es eine Schaltfläche. Der Dialog, der da erscheint, der beinhaltet, dass ich eingebe, nach was gruppiert ist, nach Lieferant, so habe ich ja gerade sortiert, also das ist immer die Spalte, wo man gerade nach sortiert hat. Die Summe ist die richtige Funktion, die ich benötige. Brutto ist auch schon angehakt, weil das ist die letzte Spalte hier in meiner Liste. Das hier wird nicht berücksichtigt, weil da ja eine Leerspalte noch zwischen ist. Ich brauche also jetzt nur auf OK klicken und schon habe ich die Teilergebnisse. Da sehe ich dann zusätzlich hier oben so kleine Schaltflächen. Wenn ich da auf die 1 klicke, dann sehe ich die erste Ebene bei der Gruppierung. Und da sehe ich die bekannten 1983 Euro. Das ist das Gesamtergebnis meiner Ausgaben. Und das verteilt sich auf diese Gruppierung, die ich hier, wenn ich auf 2 klicke, sehe. Da sind jetzt die Summen der einzelnen Lieferanten und wenn ich die markiere, dann sehen wir auch hier unten die 1983, die ich mit den Ergebnissen zusammengefasst habe. Das sind auch die 1983 Euro, die hier beim Gesamtergebnis stehen. Wenn ich da auf die 3 klicke, dann sehe ich das, was ich jetzt habe mit allen Datensätzen, einschließlich der Teilergebnisse. Sehen wir ja hier oben, von F2 bis F8 wird da die Summe gebildet. Und das ist das, was ich dann gleich für das Diagramm benötige.
Diese einzelnen Datensätze hier, die brauche ich nicht mehr. Ich brauche nur die Zwischenergebnisse, also die Gliederungsebene 2. Und die soll auch so sein, dass die größten Umsätze oben stehen. Also sortiere ich nochmal von Z nach A. Und dann sehen wir, da steht hier oben der Lieferant Adobe als größter Lieferant, dann Albert Beck und hier unten Aldi mit 8 Euro. Das will ich jetzt in ein Diagramm packen. Dazu brauche ich nur diese Daten mit den Lieferanten ohne Gesamtergebnis. Und mit gedrückter Steuerungstaste kann ich dann hier hinten die Bruttobeträge markieren, einschließlich der Überschrift. Daten sind markiert. Jetzt gehe ich zum Register einfügen und wähle dort Kreis. Und da sehe ich hier, da gibt es Kreis aus Kreis. Genau das brauche ich. Und schon habe ich hier so einen Entwurf, den ich jetzt gleich bearbeite. Brutto steht oben drüber. Da werden wir hinterher auch noch was anderes hinschreiben. Das heißt, das kann ich sofort machen. Ich klicke da rein, gehe hier in die Bearbeitungsleiste, schreibe ein Gleichheitszeichen und zeige dann gleich hier auf die Zelle, wo die Lieferanten stehen. Und das ist also jetzt meine Überschrift. Ich will das Diagramm jetzt als eigenes Blatt haben, also gehe ich hier auf Diagramme verschieben und wähle da als Diagramm 1, als neues Blatt. Und da kann ich jetzt bearbeiten. Im Augenblick sehe ich hier rechts die 12 Lieferanten. Und wenn ich da die Farben betrachte, ja, das sieht jetzt nicht gerade übersichtlich aus. Ich möchte ganz auf diese Legende verzichten und wie Sie es ja eben in der Vorschau schon gesehen haben, sollen die Daten direkt an den Kreissegmenten stehen. Drücke die rechte Maustaste und wähle dort Datenbeschriftung hinzufügen. Jetzt stehen also nur die Beträge in Euro daran, aber das kann ich noch verfeinern. Ich wähle jetzt Datenbeschriftung formatieren und dort gebe ich an, dass ich auch den Rubrikenname, also das ist der Lieferant, den möchte ich daran sehen und auch den Prozentsatz, den möchte ich sehen. Und dann klicke ich auf Schließen und das sieht jetzt schon besser aus. Hier sind aber immer noch zu viele Kreissegmente. Ich will da nur die vier größten haben, also drücke ich die rechte Maustaste und wähle dort Datenreihen formatieren. Und da soll die zweite Zeichnungsfläche, also der rechte Kreis, der soll 8 Werte enthalten. Das gebe ich also hier an, klicke dann auf Schließen und dann sehen wir, jetzt sind also nur noch 4 Werte hier drin und das Segment mit dem Restkreis, also mit dem restlichen Lieferant mit kleineren Umsätzen. Weil der Lieferant direkt am Kreissegment steht, kann ich die Legende mit der Entfernen-Taste entfernen. Jetzt möchte ich noch, dass die Prozentzahl mit 2 Nachkommastellen angegeben ist. Ich klicke also auf die Beschriftung. Jetzt sind alle Beschriftungen markiert. Mit der rechten Maustaste kann ich die Datenbeschriftungen formatieren. Und da möchte ich, dass die Zahl mit den Prozenten mit 2 Nachkommastellen angegeben ist. Klicke dann auf Schließen. Und da sehen wir die 2 Nachkommastellen, zum Beispiel beim Aldi mit 0,4% und den 8 Euro. Zur Verfeinerung kann man natürlich noch Folgendes machen. Einige einzelne Beschriftungen, wie hier Albert Beck, da kann man dann mit der rechten Maustaste noch einstellen, dass die Schriftfarbe weiß ist und fett. Das kann man natürlich mit den anderen auch noch machen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das sind so Details, mit denen man am besten dann selbst experimentiert. Jetzt haben wir gesehen, wie Kreis aus Kreis erzeugt wird. Jetzt soll dieser Diagrammtyp noch geändert werden. Da gab es ja auch Balken aus Kreis. Das kann man einfach wieder dadurch ändern. Wenn ich hier bei Diagrammtyp ändern hinklicke und wähle dann Balken aus Kreis, da ist er, Balken aus Kreis und klicke auf OK. Und Sie sehen, jetzt sieht das immer noch ähnlich aus. Hier haben wir ja
bei dem Kreis eigentlich gar nichts anderes, außer dass der jetzt ein bisschen größer geworden ist. Und hier sehen wir jetzt statt dem zweiten Kreis entsprechende Stücke von der Säule mit dem Amazon-Ergebnis von fast 6% und hier unten mit dem Aldi-Ergebnis von 0,4% bei den 8 Euro. Man kann hier noch viel machen, aber ich denke, das reicht hier, um die Diagramme mal zu zeigen mit etwas anspruchsvoller Möglichkeiten. Die einfachen Arten, die kann man sich üblicherweise selbst erschließen, indem man Daten markiert und probiert aus. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.